Heute kommt mal ein Video der etwas anderen Art und zwar möchte ich heute mit euch über Primark reden. Ja, Primark ist wahrscheinlich jedem ein Begriff, gerade wenn man YouTube-Videos schaut, dann sieht man immer wieder, dass YouTuber Klamotten von Primark tragen oder vorstellen. Und ja, ich bin auf dieses Thema gekommen, da vor 2 Tagen, glaube ich, abends so nach 11 Uhr irgendwann auf ZDF eine Reportage über Primark lief. Ich habe das nur auf Twitter gelesen und dann dachte ich mir, ja, schaue ich mal rein. Ist ja ganz interessant und es eröffnen ja immer mehr und mehr Primark-Läden und dann schaue ich mir das mal an. Ja, und die Reportage war echt sehr interessant und deswegen will ich euch kurz mal ein bisschen erzählen, worüber es in der Reportage ging und auch ein bisschen was über Primark erzählen. Und ja, dann können wir wieder in den Kommentaren ein bisschen diskutieren. Ich habe mir jetzt ein paar Notizen gemacht, weil ich das gar nicht alles behalten konnte und weil ich das einfach so interessant fand und nichts vergessen will. Ja, erstmal ein paar Fakten zu Primark. Primark kommt aus Irland. Mittlerweile gibt es europaweit schon sehr viele Filialen. Die größte Filiale befindet sich in Manchester. In Deutschland gibt es momentan 10 Primark-Filialen und da befindet sich die größte in Hannover. Hier in München gibt es noch keine Primark-Filiale, aber ich glaube, es ist auch eine geplant, ziemlich sicher sogar, wird hier eine herkommen. Und die Eigenschaften von den Primark-Ketten ist eigentlich immer beste Innenstadtlagen, günstige bis sehr, sehr günstige Klamotten und ständig neue Kollektionen. Also es folgt echt eine Kollektion auf die nächste. Ich glaube, eine Kollektion ist nur 2 Wochen in den Läden, dann kommt wieder die nächste. Und das ist echt sehr charakteristisch für Primark. Ja, der Unterschied zu H&M und Zara ist, dass durch Primark ein ganz neues Konsumentenverhalten erzeugt wird und zwar sogenannte Mode zum Wegwerfen. Das heißt, man denkt nicht mehr groß darüber nach, was man kauft und wie viel man kauft, weil es ist eh so billig, wenn eine Jeans nur 8 Euro kostet, dann kaufe ich sie ja gleich 3-mal oder 4-mal und wenn sie dann einen kleinen Fehler hat oder schnell kaputt geht, was bei den Sachen ja auch klar ist, wenn sie so günstig hergestellt wurden, dann schmeißt man sie einfach weg und kauft sich eine neue oder zieht eine neue an. Und ja, das ist eben ein ganz neues Konsumverhalten, dass man einen Pulli nicht mehr, keine Ahnung, 1-2 Jahre trägt, sondern nur noch ein paar Wochen, bis er wieder out ist oder bis er kaputt ist und ja, sich dann denkt, ach, egal, der war eh so billig. In den Klamotten selbst findet man oft gar nicht den Herstellungsort. Es steht meistens nur drauf Primark Ireland, Dublin oder so, aber es steht jetzt nicht drauf Made in China oder Made in Bangladesch oder irgendwie sowas. Und die meisten Sachen werden natürlich in Bangladesch hergestellt. Bangladesch ist der zweitgrößte Textilexporteur nach China. Und ja, es gibt dort viele Fabriken, wo die Klamotten hergestellt werden. Und viele Arbeiter vom Land ziehen in die Hauptstadt Dakar, um dort in einer Textilfabrik zu arbeiten. Leider sind dort die Arbeitsbedingungen sehr schlecht. Eine 6-Tage-Woche ist die Regel. Und die Arbeiterinnen und Arbeiter, also die Näher, arbeiten 11 Stunden pro Tag. Also wenn man das mit hier vergleicht, wir arbeiten 5 Tage die Woche, 8 Stunden durchschnittlich pro Tag, 40 Stunden Woche und die haben dort eine 66 Stunden Woche, wenn nicht sogar noch mehr. Sie müssen auch arbeiten, wenn sie krank sind. Sie arbeiten in schlecht klimatisierten, schlecht belüfteten Räumen, müssen noch irgendwelche giftigen Dämpfe einatmen, Staub und so weiter, haben nur kurze Pausen, dürfen nicht zum Trinken gehen oder was Kleines essen und so weiter und verdienen auch sehr wenig. Sie verdienen ca. 30 bis 60 Euro im Monat. Also so viel verdient man hier vielleicht an einem halben Tag oder Vierteltag und die verdienen das pro Monat. Natürlich sind die Lebenshaltungskosten in Bangladesch auch niedriger als hier, aber es ist nicht viel. Die meisten Näher und Näherinnen wohnen dann in Slums hinter den Fabriken und gehen dann eben jeden Tag zur Arbeit. Dann wurde noch erwähnt, wie viel Gewinn Primark mit so Klamotten macht. Also zum Beispiel wurde genannt, ein Kleid kostet in der Produktion 4 Euro und wird dann aber für 17 Euro verkauft. Und ja, der 17 Euro ist auch nicht viel, aber Primark macht eben seinen Gewinn durch die Masse, die es verkauft. Es wird bei Primark einfach so viel gekauft, dass sich dann diese billigen Preise, ja, dass die wieder reingeholt werden. So. Ja, es wurde dann auch eine Arbeiterin interviewt. Eine Näherin konnte gar nicht glauben, dass die Klamotten so billig verkauft werden, weil sie meinte, wir stellen die doch hier unter so harte Arbeit her, das kann doch gar nicht sein. Und sie wollte jetzt echt nicht glauben, als ihr erzählt wurde, dass hier ein Kleid für 17 Euro verkauft wird. Die dachte echt, sie stellt da so
keine Ahnung, quasi Haute Couture her und das wird dann hier total teuer gekauft. Und die war dann echt total schon fast richtig traurig, als sie erfahren hat, dass hier dann junge Leute 4 Hosen oder so kaufen und die nur, keine Ahnung, eine Woche anziehen und dann wegschmeißen. Und ja, das ist natürlich, da wird die Arbeit nicht sehr wertgeschätzt von diesen Näherinnen. Ja, dann wurde noch eine andere Näherin interviewt, die hat gesagt, natürlich freuen sie sich, dass die Amerikaner und die Europäer die Kleidung kaufen, weil wenn jetzt alle Primark boykottieren, dann wären alle arbeitslos und damit wäre auch keinem geholfen. Aber es muss eben einfach mal hinterfragt werden, wo das Ganze herkommt. Man sollte das nicht so ignorieren und sich denken, ja, Hauptsache billig und so weiter. Denn wenn man das nicht hinterfragt und nicht kritisch ist, dann werden auch die Firmen nichts daran ändern und die Produktionsbedingungen nicht verbessern. Und natürlich sind auch wir YouTuber ein bisschen schuld an dem Primark-Hype. Ist ja klar, wenn wir hier Hauls zeigen und Primark-Klamotten tragen und dann natürlich stiften wir euch auch dazu an, bei Primark zu kaufen. Ich war bis jetzt in Deutschland noch nicht in Primark, ich war nur in England bis jetzt in Primark. Aber ich glaube, wenn jetzt hier einer aufmachen würde, würde ich auch mal reinschauen und vielleicht mir auch was kaufen, wenn es mir gefällt. Also ich will jetzt hier nicht mich als unschuldig oder so darstellen und es ist auch keiner schuldig, der bei Primark kauft, ganz und gar nicht. Aber es sollte einfach nicht nur der Preis und nicht nur das Aussehen ein Kaufargument sein, sondern eben auch die faire Herstellung eines Kleidungsstücks. Und nur wenn man das kritisch hinterfragt und sich auch mal darüber Gedanken macht, wenn man bei Primark einkauft oder auch bei anderen Ketten, die auch in Bangladesch herstellen, dann kann auch irgendwie was geändert werden. Ich glaube, die meisten wären auch dafür bereit, ein paar Euro mehr für ein Kleidungsstück zu bezahlen, wenn man dann auch sicher sein kann, dass es fair hergestellt wurde. Es gibt ja schon ein paar Modelabels, die wirklich darauf achten, wo die Kleidung hergestellt wird und eben nicht im Ausland, sondern sogar in Deutschland herstellen lassen. Es ist auch nicht schlimm, wenn im Ausland hergestellt wird, aber dann muss es echt zu fairen Bedingungen sein, zu fairen Löhnen und menschenwürdigen Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen. Ja, also vielleicht denkt ihr darüber ein bisschen nach und wenn ihr das nächste Mal zu Primark oder einer ähnlichen Kette geht, dann denkt ihr vielleicht darüber nach, ob ihr wirklich 3, 4 Hosen braucht oder ob es vielleicht nicht nur eine langt oder ob ihr statt 4 Hosen vielleicht eine ein bisschen bessere Hose kauft, die dafür auch länger hält und mit der ihr einfach mehr Freude habt. Eine Sache, die auch noch angesprochen wurde, waren die Schadstoffe, die in den Textilien sind. Gerade die Mitarbeiter, die scheinen darunter echt manchmal auch zu leiden. Wenn neue Lieferungen ankommen und sie dann das Plastik aufmachen, dann kommen da echt denen so giftige Dämpfe entgegen, die dann irgendwelche Atemwegsreizungen erzeugen oder die Augen tränen die ganze Zeit oder sie kriegen Hautausschläge. Also durch diese günstige Herstellung werden da auch irgendwelche Substanzen verwendet, die nicht so ja, gesundheitsförderlich sind. Ja, ich kann euch gerne mal die Reportage noch hier unten verlinken, wenn ich sie finde. Sie kam auf jeden Fall auf ZDF, hieß ZDF Zoom, Primark, irgendwas. Ich fand es super interessant. Natürlich weiß man, dass Primark so billig produziert, aber es war einfach mal interessant, dass alles noch so mit anzusehen. Leider durfte die Reporterin nicht in die Fabriken, weil der Primark das eben auch nicht so zeigen wollte, wie da produziert wird. Klar, jeder will eine weiße Weste haben und will nicht, dass sein Modelabel mit Massenarbeit in kleinen, stickigen Fabriken verbunden wird. Ja, ich will jetzt hier niemanden von euch irgendwie schuldig sprechen und euch verurteilen, dass günstige Kleidung verkauft wird. Auch ich habe Pullis in meinem Schrank und Klamotten, auf denen wahrscheinlich Made in Bangladesch steht. Aber ich will einfach, dass man sich darüber ein bisschen mehr bewusst wird, wo die Sachen herkommen. Das Fazit der Reportage war eben, dass faire Herstellung auch wieder ein Kaufargument werden muss. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft auch dahingehend bewegt, dass die Leute wieder mehr darauf achten, wo die Sachen herkommen und dass eben auch die Firmen ja, sich darüber bewusst sind, wie wichtig das eben ist und dass nicht nur der Preis zählt. Ja. Die Firmen sind die, die zuerst handeln müssen und die Politik wahrscheinlich. Aber auch wir können schon was Kleines dazu beitragen, indem wir uns einfach mal darüber auch Gedanken machen. Genau, das war eigentlich so die Absicht dieses Videos. Wenn ihr wollt, können wir jetzt gerne ein bisschen diskutieren. Ihr könnt mir in die Kommentare eure Meinung schreiben. Ihr könnt mir schreiben, ob ihr einen Primark bei euch in der Stadt habt, ob ihr da manchmal hingeht oder ob ihr doch mehr auf Marken achtet oder eben statt 4 T-Shirts euch lieber ein gutes kauft.
lasst es mich einfach wissen. Wir diskutieren ein bisschen über Primark, was ihr darüber haltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, einen schönen Tag und bis bald. Ciao.